Hallo meine Lieben, ja, ich wünsche euch erstmal am Anfang ein wunderschönes Osterfest, obwohl ich ehrlich sein muss, dass es nicht gerade wunderschön aussieht, wenn man nach draußen schaut. Nee, es sieht eher, jetzt schneit es gerade, dann ist es mal wieder wunderschön Sonne und im nächsten Moment regnet es wieder, also es ist total bekloppt. Und wir waren heute unterwegs, weil wir... Ja, Ostereierwein waren und das ist so ein polnischer Brauch, den wir immer mit meiner, naja, fast immer mit meiner polnischen Schwiegermutter machen. Und dieses Jahr sind wir halt wieder mal mitgegangen und deswegen waren wir auch heute schon zeitig auf den Beinen, ja. Und ich habe es halt gleich genutzt, weil ja Galama Shopping Week am Donnerstag angefangen hat und ich wollte mir halt so ein paar Sachen sichern, beziehungsweise ein paar Prozente ergattern und deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich heute einfach mal in die Stadt. Es war eine Scheißidee, sagen wir es so, weil ja, ich glaube, dass sich das heute viele vorgenommen haben, gerade vor Ostern, vor morgen und ja. Was soll's, ich zeige euch auf jeden Fall, was ich ergattern konnte heute während der Glamour Shopping Week. Ihr seht, dass ich heute auch einen anderen Hintergrund wie immer habe. Also ich bin auch wieder im Zimmer von meinem Vati und schaue hier einen kleinen Hasen zu Ostern. Meine Babys kann ich euch leider nicht bieten, die sind jetzt im Gehege, wir haben sie gerade sauber gemacht. Genau. Ja, ich werde auf jeden Fall noch bei dem Tag mitmachen, dem Fünf-Sinne-Tag. Das verspreche ich. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft. Die Woche werde es vielleicht morgen, übermorgen oder keine Ahnung, mal abdrehen. Ich werde auf jeden Fall mit dran teilnehmen. Aber ich habe gedacht, da es jetzt eben so gut reinpasst mit der Glamour Shopping Week und dass ich heute war, zeige ich euch jetzt eben einfach mal, was ich mir davon gekauft habe. Ich habe mir nicht alles von den Prozenten gekauft. Also die Glamour Shopping Card habe ich, wie gesagt, unten in meinem Portemonnaie, ja, weil ich sie ja nun genutzt habe jetzt die ganze Zeit. Und ja, die müsst ihr hinten halt unterzeichnen und dann könnt ihr dann überall damit einkaufen gehen. Ja. So, also ich war als erstes, muss ich jetzt gleich mal schauen. Mal als erstes. Ach so, war ich im H&M. Und zwar hat es aber nichts mit der Glamour Shopping Card zu tun. Es war ein Tipp von der kleinen Melle, die ich hiermit auch ganz doll lieb und nett grüße. Sie hatte halt gemeint, dass man bei H&M einen Rabattcode nennen kann an der Kasse und damit dann 35% spart für einen Teil. Und das haben wir natürlich heute genutzt, mein Freund und ich, und sind an die Kasse. Also haben was wir natürlich geschaut, auch Sachen haben was gefunden und haben dann den Rabattcode genannt, der hieß 1203, ja. Und dadurch habt ihr dann auf einen Teil 35% bekommen, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich habe mir dafür, also hat ja auch was mit Sparen zu tun, deswegen zeige ich das in dem Zusammenhang. Habe mir davon diese Schuhe hier gekauft, weil ich bin wirklich schon seit ewig lang auf Suche nach Sommerschuhen. Das habe ich auch schon bei Facebook gepostet. Und übrigens habe ich auch über die Glamour Shopping Week auf meinem Blog gesprochen. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Alles in der Infobox verlinkt. Ja, und auf jeden Fall suche ich halt schon ewig Sommerschuhe. Und ich habe mir jetzt auch welche bei Buffalo bestellt. Da habe ich die 10% genutzt von der Glamour Shopping Week. Ich werde sehen, wie die aussehen. Ansonsten schicke ich die wieder zurück. Und bei H&M habe ich halt heute diese Schuhe gesehen. Und ich musste sie einfach kaufen, weil ich sie wunderschön finde für den Sommer. Und das sind diese hier. Das sind die Schuhe. Also die haben erstmal hier so einen Keilabsatz. Ja, das kennt man ja. Das ist ja jetzt im Sommer immer trendy. Es ist nicht zu hoch, was ich gut finde, weil ich will im Sommer auch nicht zu hohe Latschen haben, muss ich sagen. Das kann ich im Winter machen. Und dann halt hier mit solchen ja, goldenen Verschlüssen. Und so sieht das nochmal von der Seite aus. Die sind jetzt miteinander verbunden und hier oben kann man das eben so schön zusammen machen. Ich finde die halt total schön. Mir haben die richtig, richtig gut gefallen. Die haben auch 35 Euro gekostet. Ja, es ist auch nicht so ohne gewesen. Sind sie aus dem Bild? Genau. Also so sehen die aus. Und ich finde die echt wirklich wunderschön. Also die passen echt geil in den Sommer. Und haben, wie gesagt, 35 Euro gekostet. Und ich habe dann 35% drauf bekommen. Einen Moment. Ich hatte noch ein Oberteil gekauft. Moment. Mal gucken, wie viel ich jetzt hier bezahlt habe. Also ich habe genau 35% darauf bekommen, das heißt 12 Euro gespart, 12,23 Euro, was ich richtig gut finde. Und dann habe ich noch einen Top gekauft, das habe ich jetzt gerade an, das habe ich mal ausprobiert, das ist so ein... also man sieht hier ein bisschen den BH durch, das ist halt so ein durchsichtiges Top. Ich zeige es euch mal so.
Da steht überall Sport, 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 Sport. Und wenn man da ein Bikini-Oberteil drunter zieht, drüber nicht, aber drunter zieht, dann sieht das total toll aus. Und ja, das hat 12,95 € gekostet. Das habe ich dann ganz normal bezahlt. Ne? Also natürlich habe ich den Rabatt auf die Schuhe genommen, ganz klar. Und ich finde die halt für den Sommer total schön, auch von der Farbe her. Es waren die ersten, die mir mal richtig gut gefallen haben. Ja, und mal sehen, was die Buffalo-Schuhe machen. Ich bin sehr gespannt. Und dann war ich nochmal und habe mir Prozente ergattert, weil ich dann noch in einem anderen H&M war. Und die hatten halt Shorts in verschiedenen Farben: in Blau, in Gelb, in Rot. Und ich liebe ja Rot zurzeit sowieso oder Koralle, eins von beiden. Und dann habe ich mir halt diese knallrote Hotpen noch mitgenommen. Ist sie nicht geil? Ja, mein Freund hat die noch gefunden. Also ich habe die vorher nicht gefunden. Hier ist irgendwie ein Loch drin. Aber bestimmt, weil das Teil hier drin war. Guckt mal, seht ihr das? Seht ihr das hier? Ärgerlich, ne? Aber man zieht sie ja an und dann, ja. Ich werde es mal probieren, aber es wird sich ja hoffentlich nicht weiter ausdehnen. Einfach mal gucken. Auf jeden Fall finde ich sie sehr, sehr hübsch. Und die hat gekostet 9,95 €. Ja, braucht man sich nicht wundern. Ne? Die hatten hier bestimmt dieses Teil drin. Ne? Dieses, ihr wisst schon, diesen Verschluss, muss ich mal gucken. Und da habe ich halt 35% drauf bekommen, heißt 3,48 € und habe dann mit einem Schirm. Nee, einen Schirm habe ich nicht, aber ich habe noch eine Fusselrolle mitgenommen. Die hat 1,95 € gekostet. Genau, und habe insgesamt 8 € bezahlt. Ja. Ganz gut, finde ich. Dann, ja genau, also das war halt das, was ich unbedingt machen wollte, was ich mir sowieso vorgenommen habe, und zwar ein Parfum zu kaufen, ein Sommerparfum. Also wer mich auf Facebook verfolgt, weiß das ja und weiß auch schon, welche ich auf der Liste hatte. Es war ein Hin- und Hergemache. Ich hatte mehrere zur Auswahl, ob das Love Chloe oder das neue Chloe, das Sommerparfum. Dann hatte ich als Auswahl noch, was hatte ich noch? Jil Sander, Sun Delight, das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Dann hatte ich noch Escada, Especially auf jeden Fall. Dann noch dieses, die Sommeredition vom Jean Paul Gaultier Parfüm. Und ja, viele andere noch. Und ich habe halt an mehreren gerochen und ich bin ja sowieso immer so speziell bei solchen Sachen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich am meisten begeistert war von den Lush-Düften. Also Lush-Düfte sind wirklich geil. Manche sind echt extrem. An die komme ich nicht ran, aber den Duft, den ich zum Beispiel habe, diesen 25, 43 oder wie der heißt, der ist so geil. Und da sagen alle, der riecht so super schön nach Vanille. Und der riecht wirklich auch den ganzen Tag. Und für den Preis, muss ich ehrlich sagen, war ich bis jetzt am meisten von den Lush-Parfums total angetan. Also da kommt, glaube ich, nichts von Douglas ran. Also absolut nicht. Auch von dem Geruch überhaupt. Also es ist halt sehr intensiv bei Lush und es duftet sehr, sehr, sehr schön. Und ja, es ist einfach Natur. Und von daher, ja, aber auf jeden Fall habe ich ja bei der Glamour Shopping Week einen 5-Euro-Gutschein für Douglas gehabt. Und da bin ich natürlich zu Douglas rein. Und auf jeden Fall finde ich ja dieses Parfum hier richtig geil. Dieses Cocoricho oder Cocorico oder wie das heißt für Männer. Aber es riecht kacke. Also mein Freund hat mal dran gerochen. Nee. Und ich habe mir. Oh Gott, dann kriegst du eine Scheißprobe, ey. Ja, ist auch egal. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall wirklich, nachdem ich dann heute mit meinem Freund drin war und wir nochmal dran gerochen haben und hin und her, habe ich mich dann für dieses entschieden. Für das Sunderlight von Jil Sander. Und ich habe aber die 30 ml genommen. Ja, also die kleine Puddel und die hat gekostet 30 Euro. Die 30 Euro gekostet? Nee, 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 kostet 30 Euro. Ja, 30 Euro, genau. Und ich finde sie einfach, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein, ich habe auch wirklich so einen Duft gesucht, der blumig ist und zugleich auch ein bisschen vielleicht nach Vanille oder so ein bisschen karamellig riecht, so ein bisschen warm halt einfach duftet und trotzdem noch so eine blumige Note hat, ist sehr, sehr schwer zu finden. Also das Escada Especially kam auch schon sehr an meine Wünsche ran. Also es ist sehr blumig zum Beispiel. Das riecht, finde ich, sehr nach Rose und aber sehr angenehm nach Rose. Jetzt riecht es zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist halt das Problem, was ich immer bei diesen Parfums sehe. Ja, man bezahlt total viel, genauso wie bei dem Chloe Parfum. Also da habe ich auch viele Reviews dazu gelesen. Es soll toll riechen, aber es verfliegt halt nach einer Stunde und das finde ich halt dumm, weil in solchen Parfums ist ja auch nicht wirklich viel drin und dann, wie gesagt, Lascher. Aber das hier. Hatte ich es drauf geschult? Hier, das duftet noch zum Beispiel. Also das soll auch den ganzen Tag riechen.
Das habe ich auch gelesen. Viele waren von diesem Parfum sehr begeistert. Und ich habe auch von vielen meinen Facebook-Fans gehört, dass das ein richtig gutes Parfum sein soll. Ich habe es meinen Freunden gezeigt, er fand es auch am besten. Deshalb habe ich, wie gesagt, dieses Sunnylight mitgenommen. Und ich finde, es riecht halt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war ja auch schon letztens so ein bisschen mein Fave. Es gibt es wirklich schon relativ lange. Guck mal, wie klein die Puddel ist. Das muss ich wirklich sparen. Das ist halt wirklich eine kleine Puddel, also 30 Milliliter, so sieht das aus. Und, ouch. Es duftet, ich dufte jetzt nochmal dran. Es duftet wirklich so wie, wie kann ich es am besten beschreiben? Ich denke immer an Sommerurlaub. Ich denke sofort an Sommerurlaub, wenn ich dieses Parfum rieche. Und das habe ich ganz selten bei solchen, also jetzt ganz selten gehabt, dass ich dran gerochen habe an dem Parfum und gedacht habe, Sommer. Ja, also bei gar keinem, außer bei dem. Also bei dem habe ich es wirklich gehabt. Das riecht sehr warm, sehr angenehm. Es ist wie so eine warme Sommernacht. Irgendwie, wenn ihr am Strand, weiß ich nicht, stell mir immer vor, ich habe eine weiße kurze Hose an, ein weißes Flattershirt und ich laufe am Strand lang und mein Haar weht und ja, ich merke einfach den Sonnenuntergang und die Wärme noch am Körper und dann mit diesem Parfum. Also, das beschreibt das Parfum so ein bisschen. Also, wirklich toller Duft. Also, hier kommt auch Vanille sehr gut raus. Dadurch ist es sehr warm und aber auch dieses Blumige nebenbei. Es ist auch sehr blumig und das finde ich ganz, ganz toll bei diesem Parfum. Also duftet einfach mal dran. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer dran vorbeigegangen. Ich kenne das. Jil Sander Sun kenne ich. Das war mir ein bisschen zu herb immer. Ich habe also nie an dem Sunderlight gerochen. Das kommt dann erst immer, wenn man sich mal richtig dafür interessiert und sucht und dann findet man halt sowas. Ja, und mein Freund hatte ja auch immer dieses Jil Sander for Men Sun. Das riecht richtig geil zum Beispiel. Das habe ich schon immer an ihm geliebt. Also da habe ich ihn kennengelernt und für eine Packung. Und ja, so. Von daher, also ich kann es euch echt empfehlen für 30 Euro, 30 Milliliter. Die 50 haben, glaube ich, 42 gekostet. Ich will es aber jetzt erstmal, ja, ich habe mich erstmal so entschieden. Und ich habe halt noch ein Haarspray mitgenommen. Weil ich habe noch eins gesucht und ich wollte heute nicht in der Drogerie gucken, weil ja, viele Tierversuchsmarken und naja, ich habe auf jeden Fall John Frieda genommen, weil ich gehört habe, John Frieda macht keine Tierversuche. Es ist sogar, glaube ich, auf der Peter-Liste mit drauf. Und das ist ein Regenschirm-Haarspray mit Feuchtigkeitsschutz, starker Halt. Schützt ihr Styling den ganzen Tag, hilft Feuchtigkeit und Kräuselung abzuwehren bei jedem Wetter. Ja, also. Ist zwar eine kleine Pulle. Ja, riecht auch ein bisschen komisch, ist aber auch egal. Und hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Ich habe auf jeden Fall 5-Euro-Gutschein bekommen. Genau, und habe, genau, Glamour-Rabatt und, ja, genau, das Freeze East hat 10,75 gekostet. Genau. Genau. So war das. Und ich habe eine Probe bekommen, wie man hier sieht. Achso, ich habe doch noch was mitgenommen. Hier, Biotherm. Kann gleich in den Müll. Ich habe noch einen Nagellack mitgenommen und zwar, den wollte ich schon immer haben und jetzt habe ich ihn endlich. Ich freue mich sehr darüber. Den Cute as a Button von Essie. Den habe ich mir auch noch mitgenommen. Diese Farbe hier. Ich finde sie wunderschön und ich glaube, jeder will sie haben und jetzt habe ich sie mir auch geholt. Er soll ja auch vom Auftrag her sehr, sehr schön sein. Ich werde sie mir heute mal in der Farbe lackieren. Passt ja auch sehr gut zu meinem Koralletop, ne? Also man muss ja schon sagen, es ist halt sehr gut abgestimmt. Ja, den hatte ich mir noch mitgenommen, genau. Dann war ich bloß noch in der Drogerie, weil mein Freund brauchte noch sein Deo. Ich brauchte auch noch ein neues Deo. Und ich habe dann diese, ich glaube, das war ein Fehlkauf, aber ist ja auch egal. Es war jetzt, glaube ich, nicht so teuer, wenn ich mal die Rechnung hier irgendwo habe. Ich jetzt nicht, wie immer. Gab es in der Drogerie, besser gesagt in unserem Müller, heute die Fruity LE von Essence. Da war fast alles ausverkauft, außer ein paar Lidschatten waren noch da. Diese Creme-Lidschatten, die haben überhaupt keine Farbe abgegeben. Also ich hatte da auch eine neben mir, die hat das auch ausgetestet. Die hat gesagt, das. Ich sage, ja, so ist es. Dann waren da, glaube ich, nichts mehr weiter aus, war nichts mehr weiter da, außer das Blush-Sorbet einmal. Das habe ich mir dann mitgenommen. Und ein paar Nagellacke oder so waren noch da. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das Blush-Sorbet mitgenommen, was, glaube ich, nicht so eine gute Idee war. Das ist die Farbe 01 Smoothie Operator. Ja, also so sieht es aus in der Verpackung. Ich fand das eigentlich total ansprechend dort als Tester. Naja. Und ich finde solche Blush-Sorbets und ich bin sowieso so ein Blush. Das riecht halt fruchtig. Wisst ihr, wie das riecht? Das riecht fast wie dieses I Love Juicy von Lush. Was mich sehr verwundert hat. So sieht es aus.
Und ich swatch es euch mal, wenn es geht. Also wie gesagt, das ist halt so ein Blush-Sorbet, was ihr auftragt und dann halt verblendet. Was halt wahrscheinlich auch so einen leichten Schimmer irgendwie. Es hat auch einen leichten Schimmer drinne. Und ich verblende es jetzt halt mal ein bisschen so. Ja, also so richtig Effekt bringt es meiner Meinung nach nicht. Ihr seht das jetzt nicht so richtig wahrscheinlich. Also wenn ich es richtig verblende, also jetzt mal richtig verblende, dann ist nichts mehr da. Dann ist nur noch ein leichter Schimmer, wenn überhaupt. Ich bin gar nicht begeistert. Also auf dem Tester war es irgendwie anders. Schade, also es ist wirklich schade. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Keine Ahnung. Das einzige Gute ist, dass es wirklich nach Frucht riecht. Duftet, aber ansonsten könnt ihr hier irgendwas erkennen. Das ist jetzt ein anderer Swatch hier. Der hier ist ein anderer Swatch. Also ich kann gar nichts erkennen. Ich kann wirklich überhaupt nichts erkennen. Tut mir leid. Außer ein bisschen Glitter vielleicht. Das ist, also wenn, ist es wirklich ganz, ganz leicht und das sieht man null. Sieht man null. Scheiße. Rettet mich. Genau. Dann habe ich das Angebot von Starbucks genutzt. Das heißt, mit der Glamour Shopping Card bekommt man ein Getränk gratis, wenn man eins bestellt. Und ich hatte mir halt eins bestellt mit meinem Freund. Das habe ich gratis dazugegeben. Habe ich dann gratis sozusagen bekommen. Habe ich auch wieder 4 Euro gespart. Top. Ja, und dann, wie gesagt, an allen Läden, also ich habe, glaube ich, letztes Jahr nicht mitgemacht, deswegen wusste ich das auch nicht so wirklich. An allen Läden waren dann auch diese Glamour Shopping Card Aufkleber, beziehungsweise Glamour Shopping Week Aufkleber. Da wusste ihr dann, welche Läden daran teilnehmen. Das fand ich richtig geil gemacht. Und ja, also ich fand es bis jetzt gut. Ich habe ja, wie gesagt, das Buffalo genutzt, dann das H&M, wollte ich gerade sagen, das Douglas. Bei H&M habe ich einen anderen Rabattcode genutzt und Starbucks. Genau. Das war es eigentlich, ne? Genau. Und dann halt, ja, wollte ich ja eigentlich noch, was wollte ich noch nutzen? Ach so, Parfum Dreams. Das hat sich dann erledigt, weil es ging erst ab 65 Euro los oder so, diese 15 Euro. Und ja, alles andere wie Only und sowas brauchte ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht irgendwie große Klamotten brauchte oder so. Von daher, ja. Also auf jeden Fall, ich finde, es lohnt sich, wenn ihr irgendwo Bedarf habt, vor allem Starbucks, dann nutzt das. Also ich finde es geil, ich finde die Glamour Shopping richtig super. Es schimmert leicht, aber mehr auch nicht. Okay, ich war auf jeden Fall letzte Woche in unserer Königsparfümerie in Dresden und aus dem Grund, weil ich, wie ihr vielleicht wisst, ja, die Crème de la Mer nehme und die war jetzt leer. Also ich habe wirklich nur noch ein paar Fitzchen drin, die ich dann nehme, wenn ich wirklich mal abends mal eine reichhaltigere Pflege brauche. Und ich habe mir jetzt sozusagen, weil ich genau, also weil ich jetzt schon für den Sommer plane, die Gelcreme davon gekauft. Und ich finde es wirklich, ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist eine sauteure Firma. Es ist wirklich eine Pflege, die echt total viel Geld kostet. Aber ich finde halt, dass es sich lohnt. Das ist auch eine so mit der Marken, die ich noch kaufe, die auch zur Estée Lauder gehören. Ja, ich weiß. Aber dazu hatte ich ja schon mal ein Statement abgegeben. Ich weiß gar nicht, in welchem Video es war. Vielleicht verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Dazu gehört auch leider La Mer, aber La Mer hilft leider. Und das ist halt das Problem. Ja, und ich habe mir diese Creme auf jeden Fall nochmal gekauft. Jetzt als Gelcreme. Ich wollte euch schon mal eine Review dazu machen. Ich weiß, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei La Mer will ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Das denke ich, das sollten wirklich professionelle Leute machen. Ich kann wirklich nur das für mich immer sagen und ich will nicht, dass es irgendwie dann in den falschen Hals kommt, weil es eben eine sauteure Pflege ist und nicht irgendwelche Leute sagen, du hast da gar keinen Plan und weiß ich nicht was. Ich kann nur meine Erfahrung nennen und die ist sehr positiv. Ich finde diese Creme absolut genial und auch die Pflege dazu. Ich habe ja noch die Hydrating Infusion und die Moisturing Lotion. Ohne die könnte ich gar nicht mehr leben. Von daher, ja, also ich überlege mir wirklich, ob ich diese Review mache. Ich habe sie bis jetzt eigentlich, wie gesagt, noch nie gemacht, weil ich immer daran gedacht habe, ja, nicht, dass dann das irgendwie jemand mal auf den falschen Hals bekommt oder so. Genau, auf jeden Fall zeige ich euch nochmal ganz kurz. Da sind 30 Milliliter drin. Für mich sind die 30 Milliliter vollkommen ausreichend. Die gibt es auch in 60 Milliliter. Das ist jetzt, wie gesagt, die Gel-Variante. Genau. Und
Ich habe aber nur 30 Milliliter genommen, weil ich noch ganz, ganz viel von der Moisturing habe und auch noch von der Hydrating Infusion. Und dann werde ich mir noch eine Sonnenpflege, also eine Sonnencreme holen, die so ein bisschen über die Creme aufgetragen werden kann. Und dann bin ich perfekt für den Sommer, denke ich, präpariert. So sieht die aus, zeige ich euch mal. Ja, das ist halt wirklich nur eine leichte Geltextur. Und die zieht so schnell ein, ihr könnt so, so schnell euer Make-up dann drauf machen und es sieht so gut aus. Also, ja, also ich muss, wie gesagt, nochmal darüber nachdenken, ob ich meine Review zu den Produkten mache. Ich nutze sie jetzt halt schon eine ganze Weile und einfach mal schauen. Da komme ich nochmal auf euch zurück, auf jeden Fall. Ja. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte. Ich war heute bei Kiko. Nee, ich war nicht bei Kiko. Ich bin zufälligerweise bei Kiko vorbeigelaufen in den ganzen Massen, die da rumgelaufen sind. Und ihr seht da hinter mir schon so ein bisschen was vorluxen, ne? So ein bisschen Kiko-Tolltüte. Nee, und zwar, ja, habe ich das schon bei Facebook gelesen, eben, dass es da eine LE geben soll. Eine Sommer-LE. Und ich bin sowieso heiß auf Sommer-LEs, weil ich bin ein Sommerkind. Und ich liebe Sommer-LEs, weil das alles mit Bronzer und grellen Farben zu tun hat, was ich absolut genial finde, weil ich liebe Bronzer und ich liebe alles, was braun macht und außer Solarium. Solarium schlecht. Und ja, deswegen zieht es mich da immer magisch hin und dieses Bild schon von der Frau, die war so gebräunt und am Strand und Julia muss hin. Ich habe dann nur zu meinem Freund gesagt, ich muss jetzt da hin und darf ich mir was aussuchen für morgen für Ostern, weil er hatte mir eben gesagt, ich darf mir noch was aussuchen und ich wollte entweder was von NYX mir holen oder eben, da habe ich das gesehen und habe gesagt, Kiko, und dann hat er gesagt, ja, wie du willst, und dann habe ich mir halt was ausgesucht und einen was selber gekauft. Also die LE ist grundsätzlich sehr, sehr schön. Ich habe verschiedene Sachen dort auch mir angeguckt. Ich wurde sehr oft angelabert. In der Hinsicht, das ist doch alles toll und das ist toll. Die hatten eine Powder Foundation, die ich sehr, sehr gut fand. Die war sehr, sehr weich, wo ich mir noch überlege, ob ich mir die von Sommer hole. Das muss ich aber erstmal in Ruhe machen. Also, das hat mich heute einfach nur so genervt. Ich konnte sie nicht richtig austesten und ständig war jemand, hat mich angerempelt und es war einfach nur nervig. Und von daher, ja, werde ich einfach nochmal in Ruhe drüber gucken. Die hat zwar gesagt, schnell ausverkauft, aber hallo. Nee, also ich denke, es wird schon noch eine Weile da sein. Also die Powder Foundation gab es so, die fand ich sehr, sehr schön, weil die, denke ich, auch mal für den Sommer einfach reicht. Vielleicht werde ich es einfach mal ausprobieren. Es gab auch nur eine Cream Foundation, die brauche ich nicht, weil ich jetzt erst eine Cream Foundation von von Chanel mir gekauft habe. Von daher brauche ich ja keine Cream Foundation mehr. Aber diese Powder Foundation, die war wirklich richtig irgendwie cool. Also die hat mir richtig gut gefallen. Die gab es auch so in der dunklen Variante, habe ich mir gedacht, als Bronzer oder so. Und daneben stand dann gleich ein Bronzer, in den ich mich verliebt habe. Und von da habe ich gedacht, nee, guckst du dann mal in Ruhe, vielleicht, dass du im Sommer so eine Powder Foundation hast, die einfach nur ganz, ganz leicht übers Gesicht gemacht wird mit dem Pinsel und gut ist. Dann gab es noch Bronzer und ein Blush. Das Blush hat mir nicht so gut gefallen. Da sollte es auch mehrere Farben davon geben. Da gab es, glaube ich, nur eine, nee, beziehungsweise zwei. Eins war so Bronzer-mäßig, es hat mir zu sehr geschimmert. Ich habe halt überlegt, ob ich das nehme als Bronzer oder das große als Bronzer. Dann habe ich mich für das große entschieden, weil es eher matt war. Und Moment. Ja, das gab's halt, da gab es halt nur noch eine Farbe als Blush, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Das war mir zu dunkel. Nee, das war mir nicht zu sommerlich. Und ja, da werde ich auch nochmal im Internet gucken, ob es da andere Farben noch gibt. Keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach mal schauen. Und dann gab es halt verschiedene Cream-Eyeshadows, die mir vom Auftrag her war das schon. Also, das habe ich jetzt immer noch drauf, zum Beispiel die eine Farbe. Aber das war mir zu. Also, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich das auf meinen Lid auftragen würde, solche Cream-Lidschatten. Nee, es hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Und dann gab es halt noch Lip Liner. Die fand ich jetzt nicht so toll, habe mich auch nicht so angefixt. Und dann gab es, ja, gab es noch diese Sprays. Und da habe ich mir halt eins aufgesucht, weil es halt so toll duftet. Oh, da gab es drei verschiedene. Zeige ich euch gleich nochmal was dazu, wenn ich euch meins zeige, was ich mir ausgesucht habe. Und dann gab es halt noch so, ja, für den Body so Bronzing-Zeug, also mit euch eincremen könnt. Und einen Primer gab es noch mit Lichtschutzfaktor, aber da werde ich mir, wie gesagt, einen anderen kaufen. Von daher habe ich mir da auch nichts mitgenommen. Nee, auf jeden Fall hatte ich mir, wie gesagt, den Bronzer mitgenommen. Das zeige ich euch jetzt mal, das ist ein Riesenteil. Also ich liebe ja die Bronzer von Kiko. Ich weiß gar nicht, wie die LE heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein gebackenes Maxi-Bronzing-Powder. Seidig weich und mit einem einheitlichen Finish. Die Formel wurde speziell entworfen, um Gesicht, Schultern und Dekolleté einen zarten Hauch von Bräune zu schenken. Mit einem Puderpinsel auftragen und verteilen. Ja,
Essential Bronzer. Ich habe mir den mitgenommen, weil ich die Bronzer wirklich von Kiko liebe. Und ja, ich will unbedingt halt einen neuen haben, weil ich habe zwar noch einen, aber in der Sommer-LE muss ich mir einfach einen Bronzer mitnehmen. Das ist so. Also, ja. Und da muss ich auch nirgendwo anders mir mehr. Also, wenn von Chanel der Bronzer rauskommt, werde ich mir da auch keinen mehr kaufen. Ich habe jetzt von Kiko einen. Die Verpackung. So sieht erstmal hier die Verpackung so aus, ne? Hier, zack, zack. Und sehr, sehr schön, ich finde, sehr sommerlich. Und dann ist hier halt, habe ich das Richtige genommen? Ja, oder? Mal gucken. Scheiße, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich mal gucken. Auf jeden Fall, so sieht die Verpackung aus. Ich war dort so im Stress, ey. Die waren so schlimm heute, die Leute. Also, ich finde fast wie die letzte Sommer, ey, oder? Ähnlich. Und es ist halt so ein Riesenteil, ja, mit so einem Riesenspiegel. Es sind 20 Gramm drin. So sieht der aus. Könnt ihr das sehen? Das ist ein gebackener, wie gesagt. Und ich finde den, also der ist halt matt, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, das ist der, den ich mal ausgesucht habe, genau. Und der ist halt schon ein bisschen dunkler. Genau. So sieht der aus. Das ist der Bronzer. Sehr, sehr schön. Und wie gesagt, man kann ihn halt. Er duftet auch, oder ist das das Fruity-Zeug? Man kann ihn halt sehr, sehr schön verblenden. Ich zeige ihn euch jetzt mal verblendet. Also mit dem Pinsel natürlich, ne? Ja, ist natürlich jetzt schwer zu erkennen. Also man kann ihn wirklich gut verblenden. Muss ich mal mit dem Pinsel machen. Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen erkennen? Genau, und ich fand den halt sehr, sehr schön. Ich glaube, das war der dunkelste Bronzer, den die hatten. Also das ist die Farbe 101 Bronze Melange. Melange, Melange. Also wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Bronzer. Hier ist nochmal das Ergebnis. Sehr, sehr schön, die Farbe. Also leichter Schimmer. Leichter Schimmer, weil der andere war viel, viel schlimmer. Also das muss ich euch sagen. Und wie gesagt, ein Riesenteil, ne? Also echt geil. Und das sind, ja, 20 Gramm hatte ich schon gesagt. Und hier ist nochmal die Farbe für euch. Bronze Melange, genau. Sehr, sehr nice. Und alles andere, wie gesagt, hat mich halt leider nicht so angesprochen. Aber ist ja auch gar nicht schlimm, weil ich habe ja alles, ne? So, und der hat gekostet, das sage ich euch jetzt gleich. Ich bräuchte mal ein Tuch, ey. Ah, Scheiße. Geht nicht ab. Geht nicht ab. Das ist, glaube ich, noch von dem. Was ist denn das? Ist das noch von dem Cream Rouge? Kann das sein? Das ist noch das Cream Rouge zum Beispiel. Auf dem Finger geht's, ne? Ist die Farbe komisch? Jetzt wieder. So, und das hat gekostet 15,90 €. Summer 2. Und dann habe ich mir von meinem Freund, wie gesagt, dieses Spray hier gewünscht. Oh, das riecht so, so gut. Ich habe ja schon den Aqua Glam vom letzten Jahr. Und ja, jetzt habe ich noch das. Und zwar, jetzt muss ich euch da mal vorlesen: ein duftendes Körperspray, ja. Eine duftende Konzentration an remineralisierenden Spurenelementen, die ein sofortiges Gefühl der Vitalität und des Wohlbefindens schenken, schenkt der Haut einer Energie und verführt den Körper mit einem Duft nach exotischer Frische und Lebendigkeit. So sieht es aus. Also, es ist wie gesagt so ein Körperwasser. Das gab es ja auch in der LE im letzten Jahr. Und ich habe. Ja. Ich glaube, das heißt Aqua Glam. Das ist, glaube ich, das Einzige, was Aqua Glam heißt. Das andere heißt irgendwie anders. Genau. So, jetzt zeige ich das, obwohl ich mir das erst zu Ostern morgen suchen darf. Aber ich zeige es euch. Ich tue jetzt so. Also so sieht es aus. Also ganz normal, ne? Durchsichtig und so. Und es duftet echt. Doch, es duftet so schön. Ich muss mich mal kurz einsprühen damit. Entschuldigt. Wisst ihr, wie das duftet? Ich sage euch das jetzt mal. Es duftet genau wie das. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jetzt fällt mir der Name echt nicht ein, ey. Das duftet. Das duftet genauso wie das nicht das Prada Candy, sondern das andere. Das. Namen.
Ja, also so dürfte das wie Vanille. So schön, das riecht so gut. Also, ich muss das haben. Ja, und wie gesagt, das andere hat mich jetzt nicht so angefixt, weil ja, weil ich das nicht so toll fand. Aber das, der Bronzer und so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, ihr Lieben, das war's jetzt eigentlich schon. Ich überleg, ob ich euch noch was anderes zeigen müsste. Nö, eigentlich nicht. Also nutzt es auf jeden Fall bei der Glamour Shopping Week. Ich finde, es sind richtig, richtig gute Sachen dabei. Und ihr könnt euch ja nochmal informieren. Also die Zeitung gibt es auch noch. Die habe ich auch noch in anderen Stores gesehen und so. Also die kann man noch kaufen mit der Glamour Shopping Card zusammen. Und da könnt ihr mal gucken. Also hier alles, das was rosa ist, alles Glamour Shopping Week. Und wer bei euch da so teilnimmt und wo ihr vielleicht ein paar Rabatte euch, naja, gönnen könnt, sagen wir mal so, genau. Und vielleicht habt ihr ja auch schon was davon genutzt. Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare oder schickt mir ein Video, eine Videoantwort. Postet, 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 schickt mir PNs, wie auch immer. Ich würde mich total freuen. Vielleicht, ja, gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch nutzen muss. Genau. Und ansonsten, bei dem Tag mache ich, wie gesagt, nochmal auf jeden Fall mit. Da muss ich mir, wie gesagt, bloß nochmal Zeit nehmen und mal ein paar Produkte raussuchen. Das war ja jetzt nicht viel irgendwie. Aber trotzdem muss ich mir darüber Gedanken machen, weil das ist ja immer so ein Tag, wo man schon vorher einfach mal seine Kosmetik durchgucken muss, damit man dann auch weiß, das und das und das und das. Und das Video sich nicht so ewig in die Länge zieht. Genau. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall, das wollte ich unbedingt noch machen, deswegen mache ich das Video auch natürlich hauptsächlich. Ein wunderschönes Osterfest. Wir werden morgen schön suchen, obwohl es Kackwetter ist, aber wir werden es trotzdem ausnutzen. Wir haben nur einmal Feiertag, so sage ich das immer. Und ja, werden kräftig suchen. Und ja, schön essen zusammen, schön Kaffee trinken zusammen, alles, was eben so anfällt. Und ja, macht einfach das Beste draus, auch wenn das Wetter kacke ist, aber Ostern, ja, ist nur einmal im Jahr, von daher. Ich denke, ihr werdet es auch dementsprechend schön euch gestalten, klar. Also, ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß. Nutzt es und ja, kann ich noch irgendwas sagen? Ja, esst viel, würde Mrs. Freenuts, die Pauline, jetzt sagen. Also, das finde ich immer so süß, dass sie immer so viel über Essen reden. Das ist immer so niedlich. Also, gar nicht böse gemeint, null. Also, ich finde es total niedlich. Und vergesst nicht, bei meinem Tag mitzumachen. Genau, und ja, genau, also genießt die Zeit und ja, guckt ab und an mal wieder auf meinem Kanal vorbei, auf meinem Blog und auch auf Facebook. Da könnt ihr ja verfolgen, was ich tue den ganzen Tag. Und ansonsten habt noch einen wunderschönen Samstag. Ja, genießt das Wetter, wollte ich jetzt sagen. Nee, das braucht ihr nicht genießen, aber geht trotzdem mal raus, macht einen Spaziergang oder so, es macht trotzdem Spaß. Also, es war halt okay, also es war ein bisschen echt Aprilwetter, aber es war trotzdem irgendwie lustig. Obwohl wir jetzt total fertig mit den Nerven sind. Naja, so ist es halt immer, ne? Gut, ihr Lieben. Ich laberababa jetzt erstmal nicht mehr weiter. Grüße euch ganz lieb und freue mich aufs nächste Video. Bis bald. Ciao.